Hallo, danke, dass ihr wieder einmal hier seid. Ich bin Maris Varou, dies ist ein kontroverses Thema. Trotzdem willst du es sehen. Erstens mag YouTube es nicht und wenn ich Glück habe, werde ich deswegen nur auf Wikipedia veröffentlicht und nichts Schlimmeres. Ich weiß aber, dass es buchstäblich hunderte, wenn nicht tausende von Videos zu diesem Thema gibt. Es gibt noch ein weiteres Problem, wenn man über dieses Thema spricht. Und das ist, dass zu viele Menschen die flache Erde fanatisch verteidigen und in ihrem Denken und in ihrer Wissenschaft sicher sind, dass sie Beweise dafür haben. Und ich möchte niemanden diskreditieren oder gegen ihn vorgehen. Trotzdem werde ich meine Meinung zu all dem kundtun. Was noch schlimmer ist, es gibt unzählige Versionen, was die flache Kugel wirklich bedeutet. Diejenigen unter euch, die mir schon eine Weile folgen, wissen, dass es mir bei der Beschreibung der Realität auf die Wahrnehmung und das bewusste Erleben des Subjekts ankommt und nicht auf eine aufgezwungene Realität, die von einer dritten Partei erfunden, gestaltet und inszeniert wurde und die die Menschen als absolute Wahrheit annehmen und glauben müssen, nur weil sie von einer Autoritätsperson kommt. Ein Oligarch würde sagen, die Dinge sind so, wie ich sie sage, weil ich an der Macht bin und du nicht, also musst du an das glauben, was ich sage, sonst nicht. Aber für alle nützlichen Lebens- und Erfahrungszwecke gilt, ja, die Erde wird als flach wahrgenommen, und für die große Mehrheit der Bevölkerung ist sie das auch, und das ist unbestreitbar so. Für die Erfahrung des Subjekts, die auf seinen 5 oder 6 Sinnen basiert, ist die Erde ganz flach und nichts anderes ist von Bedeutung, zumindest nicht in irgendeiner nützlichen Weise. Und alle weiteren erweiterten Ideen und Konzepte werden nur als Philosophie und wenig mehr verstanden. Woher kommt dann die Idee einer kugelförmigen Erde? Wie die NASA offiziell erklärt, heißt es, dass es schon seit der Zeit der alten Griechen bekannt war, dass die Erde rund ist. Ich glaube, dass es Pythagoras war, der um 500 vor Christi erstmals vorschlug, dass die Erde rund sei. Wenn ich mich recht erinnere, stützte er seine Idee auf die Tatsache, dass er durch die Beobachtung der Form des Terminators, der Linie zwischen dem hellen und dem dunklen Teil des Mondes, während er seine Umlaufbahn durchläuft, zeigte, dass der Mond rund sein muss. Pythagoras schloss daraus, dass, wenn der Mond rund ist, auch die Erde rund sein muss. Irgendwann zwischen 500 und 430 vor Christi ermittelte ein anderer Mann namens Anaxagoras die wahre Ursache von Sonnen- und Mondfinsternissen. Und damit wurde auch die Form des Erdschattens auf dem Mond während einer Mondfinsternis als Beweis dafür verwendet, dass die Erde rund ist. Um 350 vor Christi erklärte der große Aristoteles, dass die Erde eine Kugel sei und stützte sich dabei auf seine Beobachtungen, welche Sternbilder man am Himmel sehen konnte, wenn man sich immer weiter vom Äquator entfernte. Etwa 100 Jahre später maßen zwei andere Griechen namens Aristarchos und Eratosthenes die Größe der Erde selbst, und später gelang Ferdinand Magellan und Juan Sebastian Elcano mit ihrer Erdumsegelung in den Jahren 1519 bis 1522 ein praktischer Beweis für die Kugelform der Erde. Das ist natürlich die offizielle Version, und man könnte leicht argumentieren, dass all diese Leute tatsächlich vom Establishment erfunden wurden, um der Realität, die sie den Menschen aufzwingen wollen, Geltung zu verschaffen. Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Männer überhaupt existiert haben, zumindest keine, die für die breite Bevölkerung leicht zugänglich sind. Es könnte sich also um einen ähnlichen Fall handeln wie bei den 7 Zwergen, die die Existenz von Schneewittchen bestätigen. Was ich meine, ist, dass man etwas in einer Geschichte nicht mit anderen Elementen der gleichen Geschichte bestätigen kann. Sie werden so etwas wie eine Anekdote, die nur ein anekdotischer Beweis für die Existenz der ersten Anekdote ist. Wir wissen, dass es in den letzten Jahrtausenden mehrere Umwälzungen der Erdbevölkerung gegeben hat und dass zumindest der größte Teil der offiziellen Geschichte des Planeten falsch ist, wenn nicht sogar alle. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Umstellung einer Bevölkerung ist die Auslöschung ihrer Vergangenheit. Und es gibt überall Beweise dafür, dass genau das geschieht und in den letzten Jahren geschehen ist. Erinnere dich daran,
dass der CIA-Direktor im Jahr 1981 Folgendes gesagt hat: Wir werden wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist. William Chauncey sei CIA-Direktor. Obwohl er nur die amerikanische Öffentlichkeit erwähnt, bezieht er sich offensichtlich auf den gesamten Planeten. Und wie ich kürzlich in einem meiner anderen Videos gesagt habe, verwenden all diese Geheimdienste fast 90% ihrer Zeit, ihrer Ressourcen und ihrer Bemühungen darauf, die Wahrnehmung der Menschen zu manipulieren, damit sie das tun, was das Establishment will, und das alles zum Zweck der Bevölkerungskontrolle. Die Anhänger der nivellierten Erde benutzen immer das Argument, dass alle Weltraumbehörden ständig lügen, um anzunehmen, dass sie auch über die Form der Erde lügen müssten. Alle Videoaufnahmen, die angeblich aus dem Inneren der Raumstation stammen, sind eindeutig gefälscht und mit billigen Greenscreen-Spezialeffekten und Kränen gemacht, die angebliche Astronauten hochhalten, von denen viele eine Tonne Haarspray haben, um sie so aussehen zu lassen, als befänden sie sich in einer schwerelosen Umgebung. Spezialeffekte, die selbst viele Hollywood-Filme besser hinbekommen. Langes Haar in einer schwerelosen Umgebung verhält sich ähnlich wie unter Wasser und steht nicht starr und steif aufrecht, als ob die Person einen Stromschlag bekommen würde. Dann die Mondlandungen. Jeder, der nur halbwegs bei Verstand ist und sich mit Aerodynamik und Plisik auskennt, weiß, dass die Mondlandung niemals wirklich funktionieren könnte, da es sich um ein von Natur aus instabiles Fluggerät handelt, das mehrere hundert Berechnungen pro Minute benötigt, um die Stabilisierungsraketen abzufeuern, nur damit das Ding aufrecht bleibt und nicht im Weltraum umkippt. Und dafür braucht man einen sehr leistungsfähigen Computer, den die NASA nach eigenen Angaben nicht hatte. Dann haben wir Aufnahmen, die angeblich vom Mars stammen, in Wirklichkeit aber von einer Insel in Kanada, und die Bilder aus dem Weltraum sind entweder CGI oder künstlerische Gemälde. Das bringt uns zu einem weiteren Problem: Es gibt keine vertrauenswürdigen Fotos von der Erde aus dem Weltraum, und ich meine vom gesamten Planeten in einer einzigen Aufnahme und nicht von suborbitalen Bildern. Und das sind einige der unzähligen Gründe, warum die Menschen aufgehört haben, an die offizielle Weltraumrealität zu glauben. Sie haben einfach aufgehört, der offiziellen Version zu vertrauen. Aber wenn man bedenkt, dass die drei Geheimdienste die Vergangenheit auslöschen und die Öffentlichkeit so manipulieren, dass alles, was sie für wahr halten, falsch ist, wird klar, dass das Konzept des flachen Planeten Teil ihres Desinformationsprogramms ist und nicht das Konzept der kugelförmigen Erde, wie so viele Anhänger des flachen Planeten behaupten. Es geht darum, die Öffentlichkeit zu verwirren, damit sie nicht mehr weiß, was wahr ist und was nicht, denn eine verwirrte Bevölkerung ist leicht zu kontrollieren. Und das führt auch zu Spaltungen und Streitereien in der Bevölkerung und schwächt sie. Ich kann nicht jedes Argument der flachen Sphäre in einem einzigen Video entkräften, aber ich kann ein paar Dinge erklären. Sie argumentieren zum Beispiel, dass es keine kommerziellen Flüge über die Antarktis gibt, obwohl es sie geben sollte, weil sie die Flugzeit und den Treibstoffverbrauch erheblich reduzieren würden. Zum Beispiel bei einer Flugroute zwischen Sydney, Australien, und Buenos Aires, Argentinien. Dafür gibt es drei Hauptgründe. Der erste ist, dass Verkehrsflugzeuge vorzugsweise über Routen fliegen, die im Notfall über alternative Landeplätze verfügen. Das ist auch der Grund, warum sie zum Beispiel nicht direkt über den Pazifischen Ozean fliegen. Der zweite Grund ist, dass es über der Antarktis viele extreme Wetterlagen gibt, die selbst bei hohen Flügen das Flugzeug erreichen und alle in Gefahr bringen können, vor allem, wenn ein Flugzeug aus irgendeinem Grund nicht hoch genug fliegen kann. Ganz zu schweigen davon, dass es dort alle möglichen magnetischen Anomalien gibt, die die Navigation sehr schwierig machen. Der dritte Grund ist, dass die Antarktis ein stark militarisiertes Gebiet ist. Deshalb ist sie eine Flugverbotszone. Sie ist so stark militarisiert, dass sie offiziell kein militarisiertes Gebiet ist. Das wird behauptet, obwohl in Wirklichkeit kein Zivilist dorthin gehen darf.
außer an ein paar unbedeutende Orte, die nicht tief im Inneren liegen, und das alles unter dem Vorwand, dass es dem Schutz der Wildtiere dient, als ob es sie wirklich interessieren würde. Sie argumentieren auch, dass sich Wasser nicht krümmt. Das Ganze, vollständige Video könnt ihr in meinem Kanal auf Odyssee ansehen, der Link befindet sich in der Beschreibung. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.